Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Ich hätte beinahe schon wieder fast die 2 gesagt. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind immer noch hier in der ersten, hoppala, wir sind immer noch in der ersten Woche. In der einen Special-Woche, weil die Staffel begonnen hat. Wir haben 38.495 Dollar. Wir haben jetzt den fünften Tag in der ersten Woche. Und wenn es richtig ist, genau, fahren wir jetzt Düngemittel wieder in der, mit einem Kombi. Düngemittel 50.160 Pfund, bisher glaube ich die schwerste Fracht. Mit einem Kenworth W900 Aero Cab Sleeper. 500 PS stark, 18 Gänge. Von der Farmers Barn in Salina, Utah nach Dole in Jackpot, Nevada. Kurz vor Idaho sogar. Jetzt haben wir einen alten Start hinein und wenn man jetzt nach hier guckt, hier sind ja auch wieder ein paar Städte hier von, war das von Pasma oder von der Sierra Nevada? Von der Sierra Nevada würde ich fast sagen, ne? Sind ja auch so ein paar Sachen dabei und hier unten geht es natürlich nach Chihuahua, nach Sonora, nach Baja California. Dann weiter gen Süden und hier haben wir einige Sachen noch zu erleben, vor allem auch in Spanien. Ach, in Spanien, wir kommen jetzt auf Spanien. Ich bin ja schon wieder, weil ich die ganze Zeit auch mit American Truck Simulator 2 und so weiter rumbabbeln bin, bin ich gerade scheinbar doch noch irgendwie ein bisschen mehr in Europa, auch bei dem kommenden Iberia DLC und natürlich, weil natürlich auch in Mexiko wird ja glaube ich auch, wird ja auch Spanisch gesprochen, as far as I remember. Es würde unten ja auch in Mittel- und Südamerika ja auch. Ja, da hat sich einfach mal das Handy ausgeschaltet, auch nicht schlecht. 366 Meilen sind es. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, ist es halt leicht am Laggen. Wir haben wieder Kombi-Hebel, genau. Jetzt bin ich schon wieder bei Zügen. Wir haben wie gesagt ein Kombi mit einem langen und einem kurzen Trailer. Kenworth W900, wie gesagt. Dann wollen wir mal, wir haben 366 Meilen vor uns. Oh. Lass mich rauskommen. Genau. Sagt denn hier, oh, ich fahre falsch, ne? Ich hätte rechts rausgemusst, nicht links. Jetzt ist es zu spät. Erstmal komplett falsch fahren hier. Wir haben noch Platz für 6 Tank. Oh Gott, wir brauchen nicht tanken, so, das wollte ich sagen. Können natürlich nicht wirklich rausgucken jetzt hier. Deswegen fahren wir einfach mal frei Schnauze. Okay, wir sollten das links halten, dann haben wir jetzt links abbiegen sollen. Können deaktivieren hier, wir haben hier das, den Speed dabei. 366 Meilen waren es genau, noch 365. Turn left. Mensch, doch. Leicht hier verschluckt hier an der Waffel. Ich weiß nicht, ob es an der ersten lag oder an der zweiten. Schön hier mit dem Vieh auf den Feldern. Wieder ausmachen. Das Navi. Und
dann weiter geht's. Wie gesagt, 18 Ganggetriebe. Fahren jetzt wieder in den alten Bundesstaat hinein. Was aber nicht verkehrt ist, denn wir fahren auch wieder leicht gen Norden. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so nördlich waren jetzt in dem Profil. Gucken wir mal kurz nach, würde ich sagen. Ne? Waren wir schon mal so weit nördlich? Ne, wir waren noch nicht so weit nördlich. Was sehr gut ist, dann kommen wir auch näher gen. Okay, wir haben sogar Montana, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben hier auch Montana mit drin. Montana gibt es ja offiziell von SCS Software noch nicht. Wir haben aber ja den State von Montana noch mit drin, dank deiner Mod. Aber es geht zumindest schon mal in die Richtung von Maps und von ja, Map Mods, wo wir bisher noch nicht gewesen sein konnten, weil es halt von SCS Software kein DLC bisher dorthin gehen gibt. Gehen wir mal weiter straight durch. Get ready to turn right. Natürlich. Jetzt erstmal Richtung Salt Lake City. Turn right. Auf die Interstate 15 North. Noch ordentlich Zeit, dass wir dort sein sollen, die werden wir nicht benötigen. Ja, wir werden das alles in einem Rutsch schaffen. Ah, ja, ja. Aber sowas von easy, alles in einem Rutsch. Solange wir hier ein Navi eingebaut haben, werde ich versuchen, mich daran zu erinnern, ohne dem HUD-Navi zu fahren. Wenn es was Wichtiges gibt, ploppt das ja sowieso auf, von daher können wir auch weiter so arbeiten hier mit dem Dashboard vom Truck selber. Boah, ist aber auch ein sehr schöner gelber Truck. Auch so passend mit dem Truck und Trailer. Schön wie mit den Zuglinien. Cruise Control auf 81 Miles per Hour und nochmal einen Gang hochschalten. Nice. Ja, in der Kooperation mit dem, also da wir halt den Soundmod noch mit drin haben. Gibt es halt auch realistischere Sounds für die Train, für die Züge. Was halt auch super nice ist. Auch das haben wir gegeben. Auch Loks aus den 80er Jahren haben wir mit dabei. Sprich Dampfloks zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die nur in bestimmten Gebieten fahren oder so, aber es gibt auch Dampfloks. Also das steht schon mal fest. Fahren wir jetzt hier an Salt Lake City weiterhin vorbei. Ich weiß nicht, wir sind mittlerweile schon bei Provo. Ach, es ist einfach schön. Kann man nicht anders sagen. Auch es ist hier gerade wieder so ein bisschen am Ruckeln, deswegen der Festplatte, weil wir hier
von Salt Lake City nach Provo sind und so. Weil wir in Provo sind. Moment, sind wir noch in Richtung Salt Lake City oder bin ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen verwirrt? Nee, es geht noch nach Salt Lake City, okay. Weiter auf dem Interstate 15 nach Norden. Weiter rankommen an die KI, obwohl wir eine Meile unter dem Tempolimit sind. Amazon, kleiner Amazon Truck neben uns gleich bald irgendwann mal. Stay left. Noch ein bisschen Wasser drin, kann ich nochmal einstecken, damit wir das so eine schöne Gerade haben. Das Wasser kann ich nämlich jetzt schön gut trinken, bevor der Tee kalt genug ist. Und ich dann nicht mehr ganz so brühend heiße, die ich zwischen den Folgen gemacht habe. Oh, da wurde. Hat da jemand was im Heu gefunden? Oder will der Kopf einfach nur sicher gehen? So, jetzt geht es eher wieder weiter Richtung Ogden oder Richtung Reno. Wir werden wahrscheinlich Richtung Reno fahren müssen, genau. Damit war ja zu rechnen. Weiter rechts. Also, weil wir ein Schwach sind, deswegen weiter rechts. Aber ich glaube, es verengt sich. Es verengt sich nicht, okay. Das wird sich verengen. Gut, dann gehen wir mal wieder ein bisschen auf die rechte Spur hier. Weiter schön hier mit 60 vorbei. Erst auch mal in Salt Lake City. Mit 60 vorbei, mit 70 meine ich natürlich, mit 70 Miles per Hour. Da gehen die Frames selbst sogar, die Frames zum Teil wirklich sogar ein bisschen verloren hier, aber ist halt wie es ist. Hä? Warum ballert denn jetzt Shazam hier rein? Achso, ja, weil ich immer noch. Ja. Stimmt, ich habe ja das Handy hat sich ja irgendwie neu gestartet, nachdem ich weiß gar nicht mehr, was ich gucken wollte. Ich glaube, ich habe die eine App, glaube ich, geöffnet gehabt. Lade erstmal schön die Berge nach. Ich muss jetzt gleich nochmal nach unten gehen, damit ich hier wieder oben, weil damit das Handy wieder voll WLAN hat. Denn das verbindet sich gerade irgendwie nicht mit dem einen WLAN-Repeater. War der gerade rostig? Oder war das einfach nur ein bronzener Truck? Und so er sah nur im Augenwinkel etwas rostig aus. Weiter beschleunigen auf 85 Miles, auf 80 Miles zur Hour. Kommen wir jetzt auf 85 Miles zur Hour. Schnell weiter im Wohlvorgang an dem Aurora-Unternehmen vorbei. An einem Bus vom Aurora-Unternehmen. Müssten jetzt weit genug sein, I guess. Ja, das ist aber auch hier. Hui, da geht es aber steil weg runter. Oh Gott. Bloß nicht zu arg dahin schauen. Oh, ist aber auch schön krass, wie man hier weit gucken kann. Wieder an die Zuglinie hier. Ach, einfach herrlich. Einfach nur herrlich.
Na komm, wir kriegen noch die 80 Miles per Hour hin. Jawohl. Dann die Cruise Control auf die 80 Miles per Hour und dann cruisen wir hier weiter. Wir haben noch 173 Meilen nur noch bis nach Jackpot, Nevada. Und wir dürften auch bald bei Nevada sein. Kann das sein? Immer hier so eine schöne Vorbeifahrt. In der Skulptur vorbei. Wir haben rausgewunken oder nicht. Wir können weiterfahren, wunderbar. Rechts wird es wahrscheinlich noch langsamer werden. Wir haben einen Aussichtspunkt entdeckt, alles klar. Aber finde ich auch nice, dass es weiterhin Aussichtspunkte hinzugefügt werden. Auch in die bestehenden Karten. Also auch in die alten Karten. Ich weiß gar nicht, wann das dazu kam. Welchen DLC die Aussichtspunkte dazu kamen, war es mit Idaho oder Utah? Entweder Utah oder Idaho. Also auf alle Fälle, es gab schon vor dem Colorado DLC gab es das auch schon mal. Crossing border, entering Nevada. So viel weiß ich zumindest. Ah, okay, das ist einfach der Painted Truck, ne? Das ist halt einfach. War ein schöner, rostiger Look, fand ich. Wie gesagt, er wirkt halt echt rostig. Der eine Truck gerade eben. Wahnsinn, wie der Kenrest aber in der Hand wirklich zieht. Ne? Also dafür, dass wir gerade die schwerste Fracht haben bisher, also 50.000 Pfund haben wir bisher noch nicht gehabt. Das zweitschwerste waren jetzt 47.477 Pfund. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war. Ich glaube, das waren die Feuerwerkskörper oder nee, die Feuerwerkskörper waren 28.000. Ne? War das Dynamit mit 74.000? Eine Wiederfeuerwehrskörper oder Dynamit 1 vorbei? Weiß ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Wie gesagt, das ist der Nachteil. Aber gut, das ist halt auch ein Nachteil, wenn man halt so viele Folgen jetzt ein Stück aufnimmt. Natürlich auch ein Vorteil und so weiter, aber gut. Kann man auch als Vorteil sehen, aber. Was man dann hier dann noch weiß, was man zuvor gefahren ist. Jetzt kämpfen wir uns ja wieder die Berge hinauf. Sind das vielleicht die Rockies oder die Ausläufer der Rockies? Und dass wir bald auch wir sollten jetzt auch mittlerweile bald in Nevada sein, oder sind wir schon in Nevada und ich habe einfach das Schild wieder mal nicht gesehen. Ich glaube, wir sind noch nicht in Nevada. Ich glaube, das kommt noch. Weil wir müssen da doch mittlerweile. Nee, müssen wir nicht schon mittlerweile sein? Aber wir sind da schon. Ich habe das Schild aber wenig gesehen. Geil. Weil ich es ja beim Schneiden sehen, ne? Spätestens dann. Jetzt ist auch wieder dreispurig, die nächste wollen wir auch wieder rechts raus. Wir fahren also auf die. Stay right and then exit right. Auf den Highway 93. Exit right.
Patrick denselben Fehler machen wie im letzten Livestream, wo wir uns fast an die Seite gelegt haben. Bei so einer Abfahrt. Auf den Highway 93 North. Und dann haben wir nur noch 55 Meilen. Wir sind so gut wie da. Wir sind so gut wie in Jackpot. In den Corner. Wir sind so schnell wieder unterwegs. Aber jetzt dürfen wir es ja wieder. Die Wolken ziehen aber auch gut davon. Die ziehen ja gut weg hier. Wir ziehen jetzt quasi mit und flitzen hinter dem Kollegen hinterher nach Jackpot, Nevada. What the? Warum ist er so schnell? Hä? What? Ah! Okay. Alter, what the? What? Also sollte die Skybox doch wieder priorisieren. Den Grafikmod. Ich glaube, ich soll den Grafikmod mal wieder priorisieren. Ich glaube, ich ändere das wieder. Ich glaube, ich schiebe den Grafikmod jetzt unter die Improved Trains Mod. Ja gut, auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber gut. Hat sich gestern gerade wieder beruhigt. Never mind, ich habe nichts gesagt. Zwischen den Folgen werde ich dann war ich nicht schnell genug. Ich wollte auch nicht reinbremsen, ich will mit der Motorbremse machen. Ich muss zum Messer $87 zahlen. Viel zu weit ausgeholt. Wie gesagt, zwischen den Folgen ändere ich dann nochmal den die Skybox nach oben, dann sollte es morgen im morgigen Video hoffentlich nicht so wieder so abgehen. Hoffentlich zumindest. Oh ja, natürlich. Du musst halt auch gucken, ne? Ich hole halt aus und dann brauchst du auch nicht fahren. Da warte doch einfach, bis ich weg bin. Die mich der KI. Go straight. Ja, in einem Walmart Center hier wieder vorbei. So ein kleiner Walmart. Mit alten Trucks. Ein altes Headquarter hier vielleicht sogar noch. Eine alte Garage, alte Traktoren. Get ready to turn right. Und dann sind wir jetzt auch dort in bei Dole. You have arrived at your destination. Oder Dolly, ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, wie man es richtig ausspricht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Wunderbar, dann haben wir auch diese Fracht erfolgreich ausgeliefert. Gut, abgesehen von der Strafe, die wir es gerade eben zahlen mussten, weil wir zu schnell waren. Dann kassieren wir mal das Geld und setzen die Fracht ab, damit die Farm hier auch mit dem Dünger arbeiten kann. Ausgezeichnete Düngemittel von Selena nach Jackpot geliefert. Gefahrene Strecke 363 Meilen. Wir haben dafür knapp 6 Stunden benötigt, 76 Gallonen verbraucht. Bekommen dafür 14.170 Dollar und 756 Erfahrungspunkte und sind ein weiteres Level aufgestiegen. Heißt, wir gingen jetzt auf zerbrechliche Fracht. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, zerbrechliche Fracht wie zum Beispiel Glas, Elektrogeräte oder empfindliche Maschinen mit folgenden Boni zu transportieren. Rang 1, auf den gehen wir jetzt. Transport zerbrechlicher Fracht haben wir dementsprechend freigeschaltet. Wir bekommen plus 5% höhere Vergütung für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht und plus 22% Erfahrungsbonus für eben dieses. Wenden wir das Ganze mal an. Wir sind jetzt bei 51.885 Dollar. Heißt, uns fehlen nur noch 57.000 für den eigenen LKW. Und wir schauen mal nach, wo, was wir vielleicht im morgen Video fahren könnten. Und es ist der einzige Auftrag, der kein Schwerlast auf Transport ist, der uns am meisten Geld bringt. Heißt, wir fahren eine Oversize Load von John Deere in Pueblo, Colorado. Ein Holzstapler mit 119.000 Pfund. Der schwerste bisher nach Clovis in New Mexico zu Union Pacific. 16.443 Dollar bekommen wir dafür, 388 Meilen. Es ist, wie wir ihn gerade freigeschaltet haben, oder nee, gar nicht wahr. Es ist eine hochwertige Fracht. Es ist auch schwer gut. Wir fahren dann mit einem Mack Anthem 74. Foot Sleeper, 505 PS stark, 377 Kilowatt, 18 Gänge. Das Ganze dann im morgigen Video. Ich werde das Ganze wie immer nochmal kurz speichern. Das war jetzt das fünfte Video. Und heißt dann, im morgigen Video wird dann, wie gesagt, die Grafikmod wieder weiter oben sein. Und wir fahren fort und verdienen weiterhin Geld. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten American Truck Simulator 2 Video wieder.